Also wir im Bundesverband der Rettungshunde suchen mit unseren Hunden einmal in der Flächensuche, großflächige Suche mit den Hunden nach Suchen nach Vermissten. Mantrailing, die spezifische Suche in urbanen Gebieten, also in städtischen Regionen. Dann die Trümmersuche in Erdbebengebieten oder nach eingestürzten Gebäuden, nach Gasexplosionen oder ähnliches. Und die Wasserortung, um ja, eventuell Ertrunkene oder in Seen, Flüssen die Menschen, die Opfer, die Verletzten zu finden. Neben der Motivation, eine sehr interessante Arbeit, eine erfüllende Arbeit für sich und den Hund durchzuführen, ist es natürlich auch der Wunsch und der Wille, Menschen zu helfen und Menschen zu retten. Und in Hilfe oder in Not geratenen Menschen, die sich nicht mehr selber helfen können, Hilfe zukommen zu lassen. Und das ist mein Beitrag, unser Beitrag, sinnvoll mit einem Hund hier auch zu helfen und Leid zu mindern. Also die Seenotretter sind ganz genauso wie wir, die gehören zu der Familie derjenigen, die sich verschrieben haben, Menschen zu helfen, Menschen zu retten. Ja, genauso wie wir setzen sich selbstlos dafür ein und erbringen ihren Dienst quasi am Menschen, am Leben, um anderen zu helfen.